schade. Ich wollte das Gel irgendwie da drüben hinkriegen. Nee, das wäre... Das wäre zu einfach. Ja. Mal schauen, ob das geht. Na komm schon. Jetzt kann ich da kein Portal platzieren. Ich glaube, ich spinne. Ja. Ich habe gehofft, dass ich hier ein Portal platzieren kann. Kann ich auch. Muss nur richtig sein. Okay. Ah, Moment. I see. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Wie das gehen soll. Okay. Gut, dann wäre das auch geregelt. So, dich brauche ich mal hier. Nein. So. Und dann nehmen wir einfach den hier. Und dann können wir nämlich da reinfallen. Und das sollte als Speed ausreichen, um seinen Screen hier zu zerdeppern. Meine Fresse, ey. So, jetzt aber. Aufs Maul! Okay. Ehrlich gesagt, ich war da ein bisschen sarkastisch. Die Monitore sind schon ganz nützlich. Also, wenn du jetzt aufhören könntest, sie zu zertrümmern. Nein, kann ich nicht. Ich hoffe, ich habe bis jetzt keinen vergessen. Aber egal. Nein! Was? Okay, wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Komm schon. Ernsthaft? Okay, alles für die Katz. Bleibst du bloß hier? Nicht davon springen, sowas tut man nicht. Man... Brav, feiner kleiner Kiu. So. Jetzt aber ein letztes Mal. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Tadellos und reibungslos. Vor allem reibungslos mit dem ganzen Gel. Ne? So. Putsch. Oh. Da ist aber noch nicht alles vollgesaut. So gefällt mir das schon besser. Alles klar. So, dann einmal den Cube hier nochmal auf den Schalter. Das Ding hier nehmen. Einfach aus Sicherheit und so ihm nochmal kurz auf die Fresse kloppen. Ich meine, das hat er verdient, nachdem er mit dem tollen Labor hier so viel angestellt hat. Ehrlich gesagt, ich war da ein bisschen sarkastisch. Die Monitore sind schon ganz nützlich. Also, wenn du jetzt aufhören könntest, sie zu zertrümmern. So, aber jetzt. Komm schon! Ja, was ist denn los? Was ist denn jetzt los? Ich habe das doch beim ersten Mal auch hingekriegt. Okay. Was zur Hölle? Könnte man hier bitte nicht einen Save Point hier vorne haben? Dann könnte ich mir die Gelflutung hier sparen. Aber es wäre wahrscheinlich zu einfach. So. Zack, und das sind wieder vollgesaut. So wie es sich für eine kleine Shell gehört. Nein, das klingt falsch. So war es nicht gemeint. So. Und jetzt einfach laufen. Das kann doch nicht so schwer sein. Komm schon. Geht doch. Warum nicht gleich so? Diese Riesenüberraschung. Lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben. Bis sie euch tötet. Alles Paletti? Okay. Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Ja, danke. Verstanden. Ja. Das sehe ich ganz genauso, Weekly. Auf Schnauze. Bitte. Danke. Wir wollen nur Aperture Science retten, und zwar vor einer weltweiten Katastrophe. Er versucht, nicht mal mehr subtil zu sein. Oder er versucht es.
Gladys hat da in allen Gesichtspunkten recht. Wow! In jedem Fall glaube ich, er will uns töten. Mach weiter! Ich habe mir gerade gedacht, das kann nicht. Das ist eine Falle. Dieser eine kleine Gang, das kann nicht sein Ernst sein. Wusch! Ja, ich hatte recht. So. Ja. Nur noch drei Kammern bis zur Riesenüberraschung. Oh, das ist anstrengend. Ja, okay. Was haben wir denn hier alles? Okay, dann haben wir auf jeden Fall Geschütze. Da können wir die Richtung umdrehen von dem Ding. Okay. Au, 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 au. Ich dachte, da ist eine Wand. Okay, gut. Falsch gedacht. Oh, das ist anstrengend. Ja, dann lach nicht so viel. Was haben wir denn hier? Blaues Gel. Klar. Und das bringt uns Folgendes. Nur, was genau weiß ich noch nicht. Oh, ich habe ja eine Idee. Ich habe ja eine Idee, was wir damit anstellen. Nur weiß ich gerade nicht, wie wir zurückkommen. Gut, okay, wie zur Hölle kommen wir wieder zurück? Das ist eine wirklich gute Frage. Ich habe keine Portalfläche. Oder bin ich blind? Ich glaube, wir sollten hier niemals hergehen. Kann ich bitte hier hochspringen? Ja, hilft wohl nix. Sorry. Das, hilft wohl nix. Wie kommen wir denn an den Schalter? Jetzt muss ich mich erstmal gründlich umsehen. Das ist anstrengend. So. Da oben haben wir eine Fläche. Da hinten haben wir Flächen. Sonst haben wir hier ein paar Geschütze. Dahin müssen wir. Und dann wieder zurück. Aber das ist ärgerlich. Au. Okay, so funktioniert es auch nicht. Hab's verstanden. Ja, das ist jetzt ziemlich ernüchternd und ziemlich. Oh, das ist anstrengend. Das wäre auch viel zu einfach gewesen. Ah. Ja, nee. Okay, ich check's nicht. Ich meine, so würden wir rüberkommen. Ja. Das ist kein Thema. Aber ich meine, hallo? So, ja, hört doch mal auf mich zu zielen. Das ist creepy. Wir müssen darüber. Das müssen wir. Aber wie um alles in der Welt kommen wir dann da nochmal hoch? Ich meine, wir haben ja keine Portalfläche und nix. Da an der Wand ist auch nix. Da oben ist auch nix. So, ich stehe jetzt gerade echt vor einem bösen Rätsel und blick's nicht.
Das ist echt hart gerade. Oder ist da unten eine? Irgendwo? Vielleicht gehen wir einfach nochmal rüber. Oder wir müssen... Dann kommen wir ja niemals an das Ding ran. Ach, ich bin ja auch bescheuert. So, jetzt kommen wir damit hoch. Jetzt! Da sind wir. Ja. Hätte uns nichts genützt, wir würden sowieso getötet werden von den Geschützen. Ich muss das anders machen. Glaube ich. Nee, das war eigentlich nicht so dämlich. So. Das ist anstrengend. Also das muss ja schon mal sein, das ist klar. Ich habe Angst. Hopp! Ist gut gegangen. So. Okay. Und jetzt? Ich hoffe, das reicht noch. Müssen wir das Gel so weit zurückführen, bis es da rauskommt. Und dann das blaue Portal da hinsetzen. Und dann warten, warten, warten. Stirbt! Jawohl! Halleluja! So! Und damit können wir uns diese Plattform öffnen. Und die ist wenigstens dauerhaft auf. Und da... ja, müssen wir eigentlich nur noch mit Schmackes rein. Hoffe ich, dass es das war. Also mehr Schmackes haben wir nicht. Dann auf ein gutes Gelingen. Woohoo! Du hast es gelöst. Schön. Yes. Schön für dich. Wow. Er ist unerklärlicherweise plötzlich so fröhlich und sollte doch wegen des Testanzugs eigentlich fast irre sein. Und er hat eine Überraschung für uns. Was hat er dort gefunden? Das weiß ich auch nicht, liebe Gladys. Aber ich schätze, das werden wir relativ sehr bald herausfinden. Ob zu unserem Leidwesen oder zu unserer Belustigung oder zu einem anderen Späßchen, das weiß ich auch nicht. Ich wette, ihr platzt schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Nur noch zwei Kammern. Uns läuft die Zeit davon. Ja, das tut es. Wir können vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. Ja, liebe Gladys, das werde ich versuchen. Das Kammer 17 von 19. Das scheint mir alles etwas zu simpel. Das erscheint mir tatsächlich etwas zu simpel. Wow! What the fuck? Du hast es sicher schon gemerkt, aber ich brauche dich nicht mehr. Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Oh nein, er hat die Kooperationsinitiative entdeckt. Meine Erfindung zum Ausmustern menschlicher Testsubjekte, bevor du geflohen bist. War nicht ja. Persönliches, nur eben, du hast mich schließlich getötet. Ja, verständlich. Hallo. Au! Das ist der Teil, in dem er uns tötet. In diesem Teil bringe ich dich um. Hallo, Teil 9, hier tötet er dich. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele spitze Teile festgeschweißt an den glatten Teilen. Nein, 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 mach das nicht. Stell dich hier hin. Maschine an, Maschine an, Maschine an. Hilfe? Oh! Jetzt wollte ich eigentlich im letzten Moment unter mir das Portal setzen und dann gerade so fliehen. Du hast mich schließlich getötet.
Aber okay, ist wohl nichts geworden.